die Banlist. Ich habe gesagt. Okay, okay. Dann die Banlist. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Okay, ich habe gesagt, und zwar eigentlich nicht viel. Die Schaffler auf 1. 2-0. Krieg und Redfield, vielen Dank für deinen, mein Lieber. Kuss. Wer ist es? Die Schaffler auf 1. Ben Wentbarrier Statue, Interfusion. Und, Digga, wenn ich da jetzt Elektromite sehe, ne? Leck mich am Arsch. Jetzt schauen wir mal. Kinders, wir gehen rein! Sense habe ich nicht mitgerechnet, nehme ich aber mit! 2-0. Chris, vielen Dank für deinen Sub, mein lieber Kuss, geht raus! Sense nehmen wir mit, oder? Windberry und Sense-Chat! Mensch! Artifact Cypher ist raus! Raus mit der Scheiße! Gott! Yes! 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 Oh! Endlich eine Spaßkarte weniger im Game! Eine Spaßkarte weniger im Game! Und das fuck Flu on the Reese. Fuck Flu on the Reese. Wirklich. Raus mit dem Dreck. Raus. Wirklich. Konami, sehr gut. 10 von 10. Ihr seid absolute Kill. Wirklich. Macher, kannst du sagen. Macher. Endlich haben sie mal die richtigen Sachen auf. Hier gehittet. Komm schon, haben wir noch irgendwelche Bans? Instant Fusion. Kid Kalos ist gebannt. Not gonna lie. Damit habe ich never ever gerettet. Wire Tripping und Chrissy, danke für eure Subs. Kid Kalos ist gebannt. Jetzt schon. Kid Kalos ist gebannt. Okay, okay. Also, ich sag's, wie es ist. Es ist korrekt. Chat, es ist korrekt, dass Kid Kalos gebannt ist. Ich sag nichts, es ist korrekt. Mich wundert's nur. Warum sie es machen, weil das ist tatsächlich, also es ist untypisch, dass sie mal was Richtiges machen. Es ist nicht typisch, dass der Hit mal korrekt kommt. Haben wir sonst noch was? Na, ah, fuck, Electromite ist immer noch gebannt. Leck mich. Haben wir sonst noch irgendwelche Hits? Elfe ist gebannt! Was? Bitte was, Bruder? Hä? Clean. Elf, also so. Oh. Mir fehlen die Worte gerade, Chat. Mir fehlen gerade echt die Worte, Chat. Ich sag's, wie es ist. Ein Elfe-Bann ist korrekt. Auch, weil Elfe ist viel zu generisch. Aber what the actual fuck? Like, Chat, hat irgendeiner von euch mit einem Elf-Bann gerechnet? Einfach nur mal kurz so in die Menge reinfragen. Hat hier irgendeiner der Anwesenden mit einem Elf-Bann gerechnet? Endlich ist Elfe dead. Ja, nö, also das endlich verstehe ich. Also Kid Kalos, wow, krass. Oh, wirklich, also wirklich Porn-Acting at its best. Aber Elfe, okay, Elfe auf 1 hätte nichts gebracht. Elfe bannen. Ja, aber nicht so früh. Nee, also, ja, Elf mit Errata Spray-Man. Ja, 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 es ist so witzig, wie Elfe bannt hier mehr wehtut als Sprite. Tatsächlich ja. So, wir gehen mal weiter. Komm schon, Instant Fusion auch noch raus. Wobei Instant Fusion ist eigentlich jetzt irrelevant. Haben wir sonst noch irgendwas an den Bands? Instant Fusion lebt noch. So viel zu den Bands. Also, ich glaube, ich sag's, wie es ist, Chat. Ich finde jeden einzelnen Bann korrekt. Ich finde jeden einzelnen Bann gerechtfertigt. Ich finde jeden einzelnen Bann, finde ich, gut gesetzt. Die Sense, das ist wirklich noch so die Kirsche obendrauf. Wirklich, die Sense ist die Kirsche obendrauf. Aber fuck Windbarrier, fuck Kid Kalos. Elfe ist ein bisschen arg früh, aber sure, nehme ich mit. Nehme ich mit den Elfe-Bannen. Ich sag's, wie es ist, Chat. So. Und jetzt.
Also, das ist aber mal so ein richtig, oh, yes. Man kann wieder Spaß an Yu-Gi-Oh! Haben. Ich sag's dir, also es klingt wirklich so. Jetzt will ich auf die Limitiert-Sektion. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber sowas von gespannt. So! Hit me! Hit me! Limits. Aber vor allem freue ich mich auf was kommt zurück. Was kommt zurück? Agido? Okay, Agido auf 1. Agido auf 1 ist gut. Ein Miller auf 1 ist sehr gut. Moment. So, Agido auf 1. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Kelbeck die alte Vorhaut und Keldo auf 1. Maschallah, das schmeckt. Maschallah, das schmeckt. Okay, dann wird wahrscheinlich der letzte auch noch auf 1 gehen. Mudora. Alle Ishizu-Karten auf 1, Chat. Mwah. Shokuzel. Shokuzel. Alle 4 Ishizu-Karten auf 1. But wait. Alle 4 Ishizu-Karten auf 1? Bankit Kalos. Oh. Also. Wisst ihr, was ich da sehe, Chat? Wisst ihr, was ich da sehe? Wisst ihr, was sich gerade so vor unseren Augen so breit macht? Kunst. Was wir hier gemeinsam gerade sehen, ist Kunst. Ice T, danke für deinen Sub. Wirklich, es wird noch besser. Wenn ihr, bitte nicht spoilern, aber ich bin hyped. So. Okay. So, also. Was haben wir denn? Hafnis! What? Nein! Nein! Christ alive! Das ist ja... Oh! Also... Ich spüre gerade schon etwas sexuelle Ladung in mir jetzt gerade drin. Das ist ja... Das ist ja wirklich ein Schafott! Tier ist tot! Aber Tierlamin ist ja tot! Oh. Boah, das ist ja krass. Na, anders gesagt, dass du nicht die Warten auf Freebands. Ich sag's dir, wie es ist, Watashi. Diese Banlist, ich habe nichts davon gerechnet. Ich bin froh, dass ich falsch liege. Und das ist ja wirklich ein Massaker. Das ist ein Massaker, was man da sehen, Chat. So, was haben wir denn sonst noch hier? Haben wir sonst noch irgendwas? Okay, das ist ja... Oh mein Gott, haben sie das irgendwie? Oh wow, antiker Feindrache auf 1, cool. Chat, also ich glaube, wer hätte damit gerechnet. Die haben einfach nur Tier Ishizu und Sprite umgebracht. Die haben einfach nur Tier Ishizu, wobei, Sprite wird's überleben, tatsächlich, Sprite wird's überleben. Die aktuellen Listen hier mit Shifter und sowas, die haben es ja sowieso schon gespielt. Das Einzige, was jetzt Sprite verloren hat tatsächlich, dadurch, dass jetzt Elfe raus ist, hat Sprite Toad verloren tatsächlich, weil Elfe war essentiell für die Totally Awesome Combo. Aber... Ja, Feral darf erst ab dem 10.3. gespielt werden. Ja, das ist ja nicht schlimm. Branded wird leben. Ja, Branded wird's beste Deck. Wobei, Kashira wird auch noch. Kashira dürft ihr nicht unterschätzen, Chat. Das Problem ist, ich sehe halt auch Scareclaw ziemlich weit vorne. Nach dem Sebiku, mein lieber NoScope, auch an euch beide für eure Subs nochmal. Vielen Dank dafür. Sprite Gishki ist auch tot, eher wie wir es im TCG hatten. Also, Sprite Elfe ist aber... Leute, also Sprite Elfe ist trotzdem ein korrekter Bann. Es ist trotzdem ein korrekter Bann, bin ich der Meinung. Ich sehe ein große kranke Kashira-Buyouts. Ja, Kashira wird nicht bezahlbar. Aber Kashira ist immer noch nicht gut, finde ich. Also gut, Kashira ist sehr gut, darf man nicht sagen. Kashira ist halt unterwältigend, wenn man so ausdrücken darf.
Das ist heftig, einfach nur. Das ist ja richtig heftig. Pendeltier 1. Tatsächlich nicht. Und zwar folgendes. Und zwar, diese Pendulum war nur gut. Beziehungsweise Necro Valley war nur gut, weil es halt exakt Tee Ishizu gecountert hat. Du hast halt gegen Tee Ishizu hast halt gewonnen. Du hast halt gegen so diese ganzen Graveyard-Scheiße hast halt dagegen gewonnen. Und jetzt, wo halt das größte... Naja, weil Pendulum ist ja darauf abgezielt, um nur gegen Tee Ishizu vorzugehen. Von dem her muss man nachdenken. Wunderschönen guten Abend. Sascha, mein Lieber, vielen Dank für deinen Sub. Wie gut ist Flander noch? Flander ist tot. Also Flander ist jetzt fair. Flander ist jetzt fair. Warum Elfe? Weil Elfe tatsächlich korrekt ist, das Ding zu bannen. Warum, dann musst du seine Leber für Kashtira ausgeben. Nee, also, Chat. Kashtira ist gut. Warte, haben wir noch irgendwas hier? Was juckt? Warte. Ein paar Unlimits. Destrudo, Online, Litho. 2-0, clean. Oh! Yes! Oh, ha, 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 ha! Mein Gott! Also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sie wieder auf 3 kommt. Die habe ich ganz vergessen. Das ist ja... Okay. Also, sorry, aber... Na, und Dino von den Dämonen ist ja, es ist ja wirklich ganz wunderschön. Anyway, Chat, wollen wir jetzt nochmal warnen. Also, diese Bandits war ein absolutes Massaker. Aber es ist auch korrekt tatsächlich.